Guten Tag und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 aus dem Hause Dave Duran TV. Wir sind hier gerade im Inventar und haben uns noch ein bisschen wieder was anderes angezogen, denn das hatten wir schon jetzt schon länger nicht gemacht. Es wurde echt mal wieder Zeit und wir haben keine Mods dieser Art verfügbar. Das ist jetzt alles neu hier mittlerweile, also dass jetzt diese Anzeigen auch noch mit dabei sind. Und was ich richtig cool finde, was ich erkannt habe beim letzten Mal, dass man jetzt hier auch diese Pfeile dran hat, wie in anderen Menüs bei Waffen. Dass man jetzt auch bei Kleidung direkt sehen kann, was besser ist und was nicht. Als das, was wir tragen. Ne? Und das ist schon cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, eigentlich sind wir jetzt gut ausgerüstet. Ich würde sagen, das speichern wir mal. Wir sind hier gerade immer noch in der Schnitzeljagd drin. Mit Swedenborg und den ganzen Signalen, und wir müssen jetzt von einem Signal zum anderen. Wir kriegen dann immer kryptische Nachrichten auch noch, also wohin das alles führen soll, ich weiß es nicht. Nice. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht aufnehmen, das Ding, aber cool ist es schon. Oh ja. Ja gut. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Ich habe ja immer die Hoffnung, dass man hier drauf kann und dann... Huch! Aber irgendwie dann doch nicht. Wo habe ich denn meinen Porsche? Der müsste eigentlich irgendwo stehen. Alter, du siehst hier halt nichts, ne? Ja, komm mal her. Sehr schön. Rein da, raus aus dem Sandsturm. Alter, du siehst halt echt nichts, ne? Original. Aber ich glaube, das ist in Wirklichkeit tatsächlich so. Also du hast da halt echt keine Chance. Du siehst halt... Huch! Was war das denn? Wie in einem Schneetreiben und sowas, ne? Oder ein dichter Nebel, da ist es halt auch so. Mal spannend, wo es uns jetzt hinführt. Vor allem auch immer schön auf der Minimap oben, daneben. Tag Stanley, nochmal. Ja, Überfall im Gange. Das ist unter meinem Niveau mittlerweile, nein. Aber da müssen wir auch nicht jeden mitnehmen. Weil, wie gesagt, wir haben auch die... intrinsische Motivation, wie man es ja so ganz gerne nennt, ne? Also die innere Motivation aus einem selbst heraus, die haben wir ja in dem Sinne nicht mehr, weil wir eigentlich genug Geld haben. Also man kann natürlich immer argumentieren, ja, Leute, die viel Geld haben, wollen trotzdem noch mehr Geld, ja, aber ne? Nicht um jeden Preis, also da muss man ja nicht alles für machen. Das ist ja im Prinzip der... Was war das? Waren das Wolken oder was war das? Alter. Schon krass, ey. Ja, und auch krass falsch gefahren, weil ich auf die Dinge geguckt hatte. Auf die Vulcans. Wenn es dann welche waren, ich weiß es nicht. Ich dachte erst, es wäre irgendwas Fliegendes gewesen, so fliegende diese Ambulanzen und sowas, RTWs. Okay. Keine Ahnung, wo wir jetzt hinfahren. Ich habe echt nur Ahnung. Alles klar. Und das mal wieder. Hack ja sonst normalerweise so Musik, aber weiß ich nicht, auch da gibt es einiges an Ranz. Und nee. Das musste jetzt gerade nicht sein. Fand ich nicht so pralle, was da zu hören war. Ja. Alles klar. Das kam plötzlich. Ach, hier waren wir doch auch schon mal. Letztes Signal, okay. Hier waren wir auch schon mal, ja.
Hier sollten wir doch irgendwie auch irgendwen abholen oder irgendwas? Oder mit irgendwem sprechen für einen Job oder so? Irgendwas war hier. Ist auch schon ein paar Folgen jetzt mittlerweile her. Ach, jetzt klärt sich so ein bisschen auf wieder. Sehr schön. Scanne die Umgebung nach Hinweisen. Ah. Okay. Leiter. Gut, dass wir es gescannt haben. Auch krass aus, ne? Weiß gar nicht, was das ist hier für eine Industrieanlage, was hier... Ist das ein Klärwerk oder sowas? Nee. Oder, ja, nee, eine Stromtrasse könnte das sein hier, ne? Weiß es nicht. Es klingt sehr stromig irgendwie. Sehr elektronisch. Stromig. Das ist ganz schön stromig, ist das. Es geht noch weiter nach oben. Und noch weiter. Krass. Cool, ich mag sowas hier. Immer sehr interessant. Wie gesagt, ich habe das ja auch schon mal erwähnt, auch so Umspannwerk und so große Industrieanlagen finde ich immer sehr interessant und auch respekteinflößend irgendwie, allein weil es alles so gigantisch ist von den Ausmaßen her und so. Fand ich als Kind immer schon interessant. Oder auch allein so ein Strommasten, ne? Wow. Na endlich. Sieh dir das an. Selbst Night City kann von weitem schön aussehen. Wow. Alter, die Aussicht, ne? Ich krieg grad so ein bisschen Gänsehaut, muss ich gestehen. Ich mag sowas. Krass. Komm schon. Wo ist es? Vielleicht da oben? Wann denn hier noch weiter? Also ich... Na, ich kann doch nicht so weiter hoch ohne weiteres. Wobei, Moment, warte mal. So, und dann... Ne, reicht nicht. Aber, irgendwo muss ja hier was sein. Und viele Möglichkeiten haben wir hier ja nicht. Ist aber immer noch, ich komme hier nicht hoch. Ist er denn, ich kann hier irgendwo klettern oder ist da drinnen was? Nee. Hä? Scanne die Umgebung nach Hinweisen ab. Muss ich hier drüber laufen? Nee. Kann ich das überhaupt? Ach, Alpha-Wand. Oder was? Ja. Darf man hier rüber springen? Nö. Oh. Scannen die Umgebung teilweise. Irgendwas muss hier ja sein. Unter. Ah. Fuck. Ach, ah! Lass mich raten. Noch ein Router? Ich finde ja, das erhärtet meine Schwanztheorie. Ist auch so ein Schwanz. Schwanz. Schwanzus longus. Ist auch schon wieder doof, ne? Obwohl, ja. Ah. Passt schon. Hacke dich in den Router. Wie ist die Nachricht, die du erhalten hast? Du kommst näher, du siehst mehr. Das Nirvana des Marxismus, Swedenborgismus ist zum Greifen nah. Nur noch ein letzter Schritt. Sei tapfer. Okay. Worauf läuft das hinaus? Wie? Das Signal woanders hin? Yep. Hey, vielleicht ist das so eine Art Lektion von Swedenborg. Das Leben ist immer in Bewegung. Scheiß auf das Ziel. Der Weg ist das, was zählt.
Na, da wäre immerhin was dran. Verdammt nochmal, wie? Das ist doch Philosophie für Kleingeister. Hast du noch nie ein Buch gelesen? Nein, ich will die Antwort gar nicht wissen. Wo führt denn die nächste Spur hin? Zum Yoga-Unterricht oder in ein tibetanisches Kloster? Nein, zu einem Vergnügungspark. Aha, wird ja immer besser. Mhm. Aber das kann er dann schon sehen, vorab quasi, okay. Ich muss mal eben ein bisschen hier so Richtung so, zurecht pflanzen. So. So, dann... Oh. Normal runtergehen ist ja langweilig, deswegen... Das sollte ich vielleicht dann doch richtig machen. So. Ja gut, dann zur Quelle des Signals. Also ich habe keine Ahnung mehr, wie wir überhaupt zu dieser Mission gekommen sind, was es hier mit auf sich hat, wer Swedenborg genau ist. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Plan. Ich habe den Hintergrund dieser Mission nicht mehr auf dem Schirm, muss ich gestehen. Kann aber trotzdem interessant sein, warum nicht, ne? Hm. Ja. Aber interessant, so eine kleine Schnitzeljagd. So sieht man auch mal wieder ein paar entlegenere Ecken, die man sonst vielleicht nicht so angeschaut hätte. Ich weiß es nicht. Dahin. Sind wir eben hergekommen oder nicht? Hier war doch eben, glaube ich, der Schneesturm. Nicht, dass wir da jetzt schon wieder reinfahren müssen. Ich glaube, so stellen sich Amerikaner auch so ein bisschen deutsche Autobahn vor. So frei und man kann brettern und German Highways und so. Und es gibt angeblich kein Tempolimit, was ja nicht wahr ist, aber es ist ja so ein Klischee, was sich irgendwie festgesetzt hat bei vielen. Aber nur gut. So ist es halt. Machst du nix, steckst du nicht drin. Echt gespannt, worauf das hinausläuft. Kein Plan. Wenn das Bedürfnis schalte noch mal einen Gang höher irgendwie oder was, ne? Aber ich glaube, es ist schon der höchste, den er hat. Und jetzt darf ich hier gleich wieder zurückfahren, oder wie? Interessant. Aha. Ach, Minimap. Hä? Was ist jetzt los? Minimap? What the fuck? What? Wo? Oh. Was ist das für eine Wegfindung hier gerade? What the fuck? Was soll das? Was soll das? Dass der mich so blöde anrinnt. Deine betrogene Nacht hätte ich vielleicht nichts gesagt. Wahrscheinlich hätte ich's noch kapiert. Und so weiter. Da sollen wir drauf, okay. Kann auch einfach hier schon abfahren, so. Was, also irgendwie Minimap war gerade ein bisschen sehr neben der Spur, im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr interessant.
Wie ist. Sag mal. Was ist mit der Minimap? Guckt euch das mal an. Nee, jetzt passt's wieder. The fuck? Totale Verwirrung. So. Oh, waren wir hier überhaupt schon? Sieht mir nicht so allzu bekannt aus. War cool. Nicht ganz der Gotthardtunnel, aber immerhin. Bin ich einmal durchgefahren tatsächlich, mit der Schule damals noch, als wir die Abschlussfahrt nach Südfrankreich hatten, sind wir durch den Gotthardtunnel durchgefahren. Der ist, glaube ich, irgendwie 27 Kilometer lang, führt einmal komplett durch den Berg durch. Schon cool. Aber da möchte ich auch im Zweifel nicht drin stecken bleiben. Dies sind die WNS News. Es gibt eine brandheiße Neuigkeit im internationalen Bereich. Oder sollte ich sagen, interplanetarisch? Schöner Porsche, ne? Mhm. Was soll ich schon sagen? Ja, du musst doch nichts sagen. Musst du nichts sagen. Die Spur endet hier. Soll das heißen, der Arsch versteckt sich irgendwo hier? Vielleicht. Oder wir finden noch ein Terminal. Mal sehen. Komischer Ort. Passt irgendwie zu dem Typen, den wir suchen, oder nicht? Warum? Weil das hier ein Sinnbild für Spätkapitalismus ist? Billige Unterhaltung für hirntote Lackaffen. Das meine ich. Aha. Suche das Gebiet ab. Was ist das hier? 25-7, das finde ich auch geil. Das hat. Moment, hat der Tag hier 25 Stunden? Ist mir noch nie aufgefallen. Ist das so? Nee, oder? Und warum? Okay. Bin ich komplett verwirrt. Suche das Gebiet dafür. Geld ist ein Werkzeug der kolonialen Unterdrücker unseres Verstands. Klassenkampf ist der Auftakt für die Anarchie. Warte, was ist denn das? Wonach sieht's denn aus? Swedenborg Riviera. Ha! Seht her! Seht euch den Propheten von Night City an! Oh, das ist so geil. Ein Philosoph in der Kiste. Hey, gib ihm ein paar Eddies. Ich will wissen, was er sonst noch sagt. What the fuck? Wie? Wie ist das überhaupt möglich? Ich hab keinen blassen Schimmer. Aber scheiße, wie? Wie abgefahren ist das denn? Das halbe Net dreht durch und geilt sich an billigen Weisheiten auf. Und das alles kommt von einer schäbigen Puppe in einem scheiß Glaskasten. Oh Mann, ich sag dir was. Diesen Moment waren die 50 Jahre Seelenknast echt wert. Ich will mal nachsehen, ob jemand an dem Ding rumgespielt hat. Dein Ernst? Meinst du, du hast es hier mit einer Puppe zu tun, die gerne ein echter Junge wäre? Mit dem Klassenkampf Erfolg verdünnt die Essenz der Seele. Seele? Okay. Das Blatt wird sich wenden, wenn die Produktionsmittel von einem endlosen Strom aus Endorphinen betrieben werden. Du solltest das aufnehmen, damit wir später noch was davon haben. Er hat recht! Er hat so verdammt recht! Die Produktionsmittel gehören rechtmäßig dem kollektiven Unbewussten. Guck mal, jemand hat Swedenborg ans Net angeschlossen. Worauf wartest du dann? Sieh nach, was du sonst noch rauskriegen kannst. Dich in den Router. Ach, hier. Okay. Was ist das? Ich komme gerade gar nicht mehr klar. I come not clear. Szenario, die du erhalten hast.
Du bist allen Spuren gefolgt, wie der gehorsame Köter, der du immer noch bist. Meinst du, das ist Erleuchtung, XD? Du wurdest gepornt von Sweet... Der... was? Sweet... Sweetie... Sweeten... Sweeten... Sweetini? Sweetini... Sweetini? Keine Ahnung. Okay... Okay, also... Wenn ich das richtig verstehe... Hat jemand diesen Wahrsagerbot gehackt, damit er nonkonformistische Slogans statt Prophezeiungen von sich gibt? Und hat das Ganze dann über mehrere Router mit dem Netz verbunden, damit es keiner nachverfolgen kann. Absolut genial. Können wir rausbekommen, wer das war? Ich will ein Autogramm. Wohl kaum. Zum einen hat die Person keine Spuren hinterlassen. Zum anderen bist du tot, Johnny. Ah, stimmt. Hab ich bei der guten Laune ganz vergessen. Hey, wie? Lass das Ding an, okay? Keine Sorge, Johnny. Ich werde dem Volksphilosophen von Night City nichts antun. Na dann, auf Swedenborg Riviera. Lange möge er leben. Ist das Blut in den Adern der globalen Unterdrückung. Ach, das kam von Nancy, ne? Dakota Smith, was ist mit ihr denn nochmal? Erfolg verdünnt die Essenz der Seele. Ja, Dakota? Achso, ich melde mich wieder. Ich muss los. Bis später. Natürlich. Aber schön, dass ich die angerufen habe. Was ich eigentlich gar nicht wollte. Können wir... Wo haben wir sie denn?